wurde daraufhin unverkrampft, dass er gleich nach seiner Wahl prägte. Aber eins war damit nicht gemeint, leichtfertig. Er wollte Deutschland so repräsentieren, wie es wirklich ist, freiheitsliebend, tolerant, weltoffen. Rein arithmetisch wurde er der 7. Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Historisch ist er einer, der er ist. Ein prägender Präsident mit, wie er es nannte, ironischer Distanz. Ein Bürgerpräsident, weil er nicht nur Klarheit und Wahrheit versprach, sondern aussprach. Ganz im Sinne seines Protokolls, die Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Und Hauptsächliches. Klartext, ohne verbale Wattebäuschen. Trotz Manuskript, kein Blatt vor dem Mund. Seine Sonderrolle übte er schon früh als protestantischer Bub im katholischen Bayern. Daraus wurde mancher Widerspruch, denn Staatsnotar oder Frühstücksdirektor war nie seine Rolle. Eher ein brillanter Analytiker, der auch Themen anpackt, die sonst nicht laufen. Und auch das Ganze mit dem von Tucholsky, unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkassen, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert, die stille Liebe zu unserer Heimat. Deswegen pflanzte er in Polen auch keine deutsche Eiche, sondern eine Linde. Schließlich steht am Brunnen vor dem Tore auch keine Eiche. Und die Linde ist der Baum, unter dem sich einst die Gerichtsbarkeit versammelte.